Jo, und willkommen zurück bei meinem Let's Play. Ja, es ist ein Weilchen her. Ein bisschen mit Pause verbunden, kann man natürlich auch verstehen. Ihr kennt ja alle jetzt die Lage, die so ist. Mit Corona, Covid-19, auch genannt. Da hat so jeder sein eigenes, ups, privates, was man so klären muss und pipapo, kennt er ja. Ich gehe ja normal arbeiten und da muss man auch gucken, wo man bleibt. Aber wie gesagt, wir waren ja in dem Gemeindehaus gewesen und sollten ja den Kranken helfen, die bei dem Absturz sich verletzt haben. Ja, ich muss jetzt sowieso erstmal oder gucken, wie und was und wie und wo und was ich jetzt alles ab hier. Ich muss jetzt erstmal wieder. Ich muss jetzt mal schauen, was ich so alles hab. Ich guck mal. Sowieso mal gucken jetzt hier. Ja. Gut, wieder so alles. Zum Beispiel hier, das könnten wir reparieren. Das machen wir mal. Es ist sowieso jetzt dunkel, da kommen wir jetzt sowieso nicht raus. Da machen wir jetzt mal hier so die möglichen Sachen, die wir machen können. Kommt, das können wir auch noch mal reparieren. So. So, zurück, zurück, zurück. Ja, wie gesagt, ich soll ja den Menschen da helfen. Und wie ich mich noch entsinnen kann, ist es ja jetzt auch schon noch eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Das hat geklappt. Okay, warte mal. Muss jetzt mal gucken, wo und wie und was. Wie ich auch das Zeugs. Sowieso jetzt erstmal. Ist erstmal, muss erstmal wieder reinkommen. Trinken. Erstmal das ganze Zeug, was ein bisschen überdingst ist. Geschmackloser Riegel. So. Ich bin ja natürlich überfüllt, aber das werden wir gleich mal klären. So, ich war wie gesagt in dem Gemeindehaus gewesen und hier sind ja überall solche kranken Leute. Und die sind ja wegen so einem wegen so einem Flugzeug. Hä? So, you're still alive.
So far, yeah. But there are people in town who won't be if I don't get going. You heading up to the plane crash? How'd you know that? You risked your life to come here to help some sick people. You came to help me when I was stuck in the barn. You're a doctor. You're not gonna leave a bunch of crash survivors to die in the cold. I would like to help the crash victims, yes. I wouldn't get your hopes up. A few days in this weather and with the wolves prowling? Doubt you'll find anyone alive out there. Let's hope you're wrong. Yeah, well, I left you a little present. Look, I'm not sure. Relax. You have to trust someone, right? Would you trust someone with a dead body in their basement? Fair point. But if you want to live, check out the trunk of that blue sedan over by the swing set. Well, okay. Thanks, I guess. Watch out for those wolves. Jetzt mal ehrlich gesagt, die alte, die Frau oder Molly, wie die hieß, die ist schon ganz schön creepy. Die ruft von irgendwoher an und weiß alles und das ist schon ein bisschen schräg, finde ich irgendwie. Voll schräg, ey. Lichtquelle. Ja, ich weiß, wo das Haus ist. Hatte ich hier eigentlich alles durchgesucht? Ich glaube ja, oder? Ich werde mal ein bisschen Wasser noch machen. Ein bisschen, oh, die Molly, die hilft uns auch schon wieder, aber irgendwie creepy ist das auch. So, können wir noch irgendwas garen? Na, wir haben jetzt noch hier Kräutertee, aber das habe ich alles, Tasse Tee. Kräutertee habe ich auch. Frische Tomatensuppe habe ich. Ich habe eigentlich alles. Lackpunkttee. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich mich gebückt habe. Das Dings, weiß ich ja, wo das ist. So, aber in die Truhe tun wir jetzt erstmal Zeugs rein. Was man nicht brauchen. Bücher brauchen wir auch nicht so viel. Davon brauchen wir auch nicht so mega viel. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. So. Wickel. Schal braucht man nicht, das brauchen wir erstmal nicht. Alles, was das wir nicht anlegen können, das brauchen wir erstmal nicht. So. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, einfache Pfeile machen wir auch erstmal rein. Messer. Wir haben halt keine Flare Gun, wo? Wir haben halt keine Flare Gun.
Das ist shit. So. Das brauchen wir da. Das brauchen wir da auch alles erstmal nicht. Das können wir da auch erstmal bergen vielleicht. Das Ding, das Ding. Verbände brauchen wir auch nicht so viel. So. Kannst du ja nicht ausrüsten, also ach so, Waffen sind ja nicht gestattet. So, ich lege dich mal hier so mit hin, wa? Oder? Darf ich das? Darf ich mich mit hier hinlegen? Sehr nett. So, 3 Stunden schlafen. So. Hm? Oh, ein bisschen trinken. So. Ich schlaf mal noch mal eine Stunde. Schlaf mal noch. Eigentlich muss ich mich ausschlafen, aber... mitnehmen. Mollys Geschenk, ja. Große Geschichten. Die ortsansässigen Berichte von einem Sarquash. Nicht, dass irgendein Bär da ist, da habe ich keinen Bock drauf. Was ist das? Kirchenartefakt. Oh Gott, ich habe ja gut, ich habe lange nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal gucken. Das ist, da gehen wir gleich hin. Was ist denn das? Information. Untersuche die großen Geschichten, die du in Büchern im idyllischen Tal findest. Mhm. Finde es ab. Gestürzte Flugzeug, Vorratslukenplünderung. Ja, da hatte ich ja auch im zweiten Teil hatte ich ja auch irgendwie da war ja auch so Vorratslager suchen, da hatte ich ja auch nicht alles gefunden, da kriegt man ja eigentlich Trophäen dafür, aber das ist ja erstmal zweitrangig. Das ist ja erstmal wichtig, ja, die Story durchzuspielen. Das kann man dann immer noch nebenbei machen. Jedenfalls weiß ich, wo das What? Okay.
Timberwolf-Rudel verfügen über Moral, die du an der Anzeige ablesen kannst. Schieße auf sie oder wirf Dinge nach ihnen, um ihre Moral zu senken. Rudel mit gebrochener Moral fliehen, können sich aber erholen und wiederkehren. Okay. Mal geht's. Kann man auch hier hinten raus? Wie mache ich das jetzt? Rufen. Dann mal, wir legen mal noch ein Ding nochmal hierher. Schlafen wir mal eine Stunde? Muss ich jetzt diese scheiß Viecher hier killen oder was? Keine Ahnung, noch nie gemacht. Seenotfackeln. Finde und durchsuche den Kofferraum. Seenotfackeln. Liegt hier irgendwas? Nee. Alter, das ist schon wieder arschkalt. Das doch schon durchsucht oder nicht? Das ist schon wieder arschkalt. Das ist